Ja, genau. Ein paar Stimpaks verdünnt. Dafür das aufbereitete Wasser. So, dass wir mit den Stimpaks vielleicht mal unter 100 kommen. Das sieht doch schon mal gut aus. Jawohl. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Können wir irgendwas schmelzen noch? Ja, Bleischrott noch. Den schmelzen wir auch noch weg. Das erleichtert auch das Inventar. Also die Kiste. Stahlschrott. Weg damit. Gut, gut, gut. Schön. Dann den Dünger. Das verdorbene Gemüse. Silberschrott. Ich wurde aus Versehen eingesammelt. Aluminium auch. Ich wollte eigentlich nur da bei dem Event Eisen und Blei einsammeln. Ja, da hat er natürlich jetzt ordentlich doppelt produziert, ne? So. Plastik hatte ich jetzt nicht mehr. Okay. Was haben wir jetzt hier eingesammelt noch? Ja, okay. Bisschen was ist das noch geworden, ne? Bisschen was ist das noch geworden. Okay, dann weg damit. Und dann haben wir ja hier noch... Nee. Den wollte ich verkaufen. Warum kommt der denn immer wieder mit, wenn man Schrott einlagert, ne? Nee, was ist denn jetzt das Problem? Warum habe ich denn jetzt so viel bei mir? Ach, die Stimpaks da verdünnt. Da sind sie ja. 167. Nee, ich brauche nur, ja, wie viel brauche ich? 27. Das heißt, du kannst 140 schlucken. Wenn die alle reinpassen. Ah! Ja, krass. 157 haben wir dann noch hier. Das ist eigentlich ganz gut, ne? Da könnte man eigentlich auch noch welche verkaufen. So, jetzt mal gucken, ob wir noch Kleber herstellen können. Nee, hier nicht. Hier stellt man keinen Kleber her. Hier stellt man Kleber her. Denn man kocht sich erstmal Gemüsestärke. Aber wir können keine, weil wir keinen Mais haben. Okay, gucken wir, ob wir noch Mais haben. Unfassbar, dass alles den Bach runtergegangen ist, während ich schlief. Hui! Maisi! Ja, wir haben Mais. Ich glaube, nicht jeder Mais ist nachgewachsen. Aber so ein bisschen. Ein bisschen ist was da. Dann können wir noch ein paar Tatos einsammeln. Müssen jetzt auch nicht so viele sein. Ein paar Mutterbeeren noch. Das ist doch gut gewesen. Und dann sollten wir auch ein bisschen Gemüsestärke herstellen können. Wenn ich noch Wasser habe, fällt mir gerade ein. Ach, ich habe gar kein Wasser mehr. Muss mal gucken, ob wir noch ein bisschen Water am Start haben. Hui. So. Da ist ein bisschen was, da ist ein bisschen was, da ist ein bisschen was. Da ist auch was. Da ist nix. Da ist auch wieder ein bisschen was. So, lass mich hier raus. Dann können wir den Rest auch noch mitnehmen. So viele sind das nämlich nicht mehr. Ich hatte ja vorhin schon geerntet. Hier vielleicht noch was Neues gekommen. Tatsächlich. Einer ist noch wieder neu. Dann noch eine Tato. Noch eine Tato. Die ist auch neu. Die Melone kann dann noch schön reifen. Die brauchen wir nicht. Upp. So. Aber jetzt geht's ans Werke. Ein bisschen Wasser haben wir ja gesammelt. Jetzt können wir auch ein bisschen davon herstellen. Bisschen Gemüsestärke. Zack, zack, zack. Der Rest kommt in die Kiste und dann muss man das natürlich noch verwerten. Zack. Und von dem restlichen Mais weg. Mutterbeeren weg. Tatos haben wir alle verbraucht? Echt? Okay.
Ich dachte nicht. Okay. Dann öffnen wir jetzt uns noch den... den Grubenmauerkübel verziert. Welche Waffe haben wir eigentlich in der Hand? Da kriegt man ja mal ein bisschen Munition. Ja, genau. Für die. Genau. Und dann machen wir den mal auf. Right away, aufbereitetes Wasser, Stimpak 5 Stück, Floatergranaten, Aluminiumschrott, schwarzes Titan, Schrott, Goldschrott und 556er Munition. Immer die Waffe, die man in der Hand hat. Dafür kriegt man dann auch noch Munition am Ende. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nur bei den Verzierten. Ich glaube nur bei den Verzierten. Aber Besonderes war da jetzt nichts drin. Schade, schade, schade. Mehr Schrott als alles andere. Wortwörtlich. So, da Aluminiumschrott war da drin. Bleischrott nicht. Der Goldschrott. Der und der Kleber von mir. Und dann haben wir ein bisschen Wasser gekriegt. Lagerkiste ist schon wieder voll. Dann sollten wir auf jeden Fall irgendwas verkaufen von dem Ganzen. Auch den Schrott mal durchgehen. So nach Gewicht. Aber ich könnte auch noch erstmal noch Munition herstellen. Das ist auch eine gute Sache. 556er nämlich. Habe ich kein Schießpulver mehr. Das ist ja auch mal was. Ich hatte doch letztens das welches hergestellt. Aber das geht auch weg wie nichts, ne? Bisschen haben wir ja noch. Bisschen Stoff, bisschen Säure. Machen wir bis 40 Säure. Okay, nicht ganz. Super Duper hat bestimmt zugeschlagen. Deswegen ist es so. Dann können wir weiter Munition herstellen. 556er. Davon habe ich nicht mehr so viel. Guck, da sind schon wieder 200 Schießpulver. Also wieder mehr Schießpulver als alles andere. Was haben wir denn da jetzt eingesammelt? 1350, 1800. 10 mm könnte ich noch, aber ich... naja. Ich spiele so selten mit der. Eigentlich wollte ich nur die 10 mm wegballern und dann die auch verscherbeln. Ja, die kann eigentlich auch erstmal in die Kiste, aber da ist ja kein Platz. Die wollte ich auch noch verschießen, die wollte ich auch noch verschießen, die Munition. Ja. Dann noch ein bisschen 556er. Ein bisschen Stahl ist noch da. Kann man noch auf den Kopf hauen. So. Goodie. Ja. Dann bringen wir jetzt mal der Guten ihre Zugangsdate. Hallo. Ich, bei dir sieht das so einfach aus. Hoffentlich hält das an. Denn jetzt gehen wir direkt ins Feuer. Hey, wo willst du hin? Ich habe Sugar Grove gescannt und nur ein USSA-Signal gefunden. Ein einziges. Vielleicht werden meine Scans geblockt? Könnte eine Falle sein. Das weiß ich dann nicht. Dann geh. Suche Athena und verwende das Arachne-Holoband. Okay, ich bin bereit, ja? Ich bin bereit. Keine Ahnung. Hört sich an, als wenn wir auf das Ende zugehen. Am sichersten ist es wohl, wenn du zuerst gehst. Der Höhepunkt baut sich auf. Wir wissen, dass du nicht von ihr beeinflusst bist. Na. Versuch es zuerst abzuschalten, dann komme ich nach. Sollte nicht schwieriger sein als das Einlegen eines Holobands. Okay. Ich glaube an dich. Ja. Und... danke, dass du das für mich tust. Gerne. Gerne, gerne, gerne. Warum nicht? Bis jetzt hat es sich ja gelohnt. Wer weiß, was für Systeme in Sugar Grove noch aktiv sind. Laborade. 5 Stimpaks, automatisches Sturmgewehr, 556er Munition und wieder 40 mm Munition, die kein Arsch braucht. Also ja klar, wenn du... ich wollte auch mal mit einem automatischen Granatwerfer. Und noch was. Spielzeugrakete.
Red Array. Wenn das darf ich ja, das ist das Ende. Einen gefallenen Bruder stoßen, die Astronautin bei ihrer letzten Mission helfen. Sie ihm Respekt. Dann gucken wir vorher nochmal, was du hier an Schrott gesammelt hast. Kupfer, Schrauben, Stahlschrott, alles, was das Herz begehrt. Ja, dann würde ich jetzt sagen, dass wir trotzdem erstmal den Stash noch aufräumen. Denn, nun ja, okay, jetzt ist ja wieder ein bisschen Platz, nachdem ich Alice Munition so gesehen umgewandelt habe. Aber wir haben trotzdem immer noch sehr viele Hilfsmittel, die wir verkaufen können. Da ist schon wieder die Lagerkiste voll, oder was? Nee, hat wieder geleckt. Ein kleiner Leck. Und dann waren die Stimpacks weg. So, ja. Dann würde ich sagen, dass wir nach Whitespring reisen. Ab nach Whitespring. Da ist auch noch, was hat er denn da so? Rüstung, Waffen, Stimpacks. Ja, genau. Wollen wir loswerden. So, ja. Ab nach Whitespring. Da sehen wir uns gleich. Bis gleich, würde ich sagen.